Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir beschäftigen uns aktuell mit der Mission von Ophelia, der Tochter von Odin und Azura in meinem Fall. Und, haben uns im letzten Part hier schon ganz gut durchgekloppt, würde ich behaupten. Meloria haut aber auch ordentlich rein, holy shit! Also ich meine, gut, sie ist auch eine weiterentwickelte Klasse und so, klar, aber ich weiß nicht. Dass sie so extrem alles umnietet, hätte ich dann irgendwie doch nicht gedacht. Oder die Mission ist wirklich ein bisschen leichter. Was mich tatsächlich nicht überraschen würde, weil, das ist so lustig, die Mission, nieten wir dich erstmal um, von Odin in Awakening war auch extrem leicht. Das wäre irgendwie lustig, wenn es hier auch so wäre. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie überlevelt bin. Also ich habe ich habe schon ein paar Charaktere, sag ich mal, trainiert, die ich dann letztendlich doch nicht ins Team genommen habe. Auf jeden Fall. Zack. Und gut, ein paar habe ich wirklich im Team gelassen von Anfang an. Die haben also Erfahrungspunkte mitbekommen. Aber so wie Jakob habe ich ja lange Zeit trainiert und dann, sag ich mal, fallen gelassen. Das auf jeden Fall. Das macht doch schon mal guten Schaden. Stelle ich mich hier einfach mal hin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles so perfekt gemacht habe. Manche Leute haben sich ja beschwert, dass ich anfangs auch Gunther Erfahrungspunkte gegeben habe, obwohl er erstmal eine ganze Weile weg war. Oder ich habe Jakob trainiert, wie gesagt, obwohl ich ihn nicht wirklich dann dabei hatte. Hm. Ui, das tut ganz schön weh. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt erstmal platt habe, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Also ja, ich habe mit Sicherheit nicht perfekt, sag ich mal, gespielt, um optimal viele Erfahrungspunkte rauszuholen. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe auch eigentlich nicht irgendwie nochmal extra trainiert. Ich habe es einfach so genommen, wie es gekommen ist. Und das war vollkommen okay. Den kriege ich jetzt ab, den Schlag, aber, oder auch nicht, ich habe eine Doppelverteidigung voll. Das ist schon mal super. Also ja, ich glaube, man kann schon, gerade bei Noir muss man ja vielleicht auch ein bisschen aufpassen, so spielen, dass ich wirklich von vornherein weiß, wen ich mitnehmen möchte, dass ich auch wirklich nur die Charaktere dann trainiere, die ich mitnehmen möchte und möglichst früh dann die passenden Kinder freischalten, die ich dabei haben möchte und so. Klar, natürlich, aber ich habe vielleicht jetzt nicht sonderlich effizient gespielt, aber ich hatte auch nie das Bedürfnis, dann noch zu trainieren. Und deswegen, also überlevelt glaube ich nicht. Und unterlevelt, wenn ich mir die Gegner so angucke, eigentlich auch nicht. Es ist aber so, in Anführungszeichen typisch, für mich zumindest, so Fire Emblem, dass ich anfangs halt noch, wenn ich mein Team noch nicht so hab, sag ich mal, sondern noch so ein paar Charaktere dabei habe, die ich vielleicht gar nicht dabei haben möchte und so. Und wenn meine Charaktere halt alle noch, ich sag mal, einfach mal recht schwach sind, nieten ruhig dich erstmal um, dass ich dann mehr Probleme habe. Weil ich noch nicht so die extrem guten Angriffswaffen habe. Ich habe noch nicht die guten Fähigkeiten, die entwickelten Klassen. Ich komme mit den Charakteren vielleicht auch noch nicht so gut klar. Und ja, also ich habe bei Fire Emblem immer anfangs größere Probleme als später. Nicht unbedingt, weil ich mich überlevele, weil die Gegner leveln ja auch mit. Machen wir 12 Schaden, ist schon hart. Sondern irgendwie eher, weil ich irgendwie wohl meine Zeit brauche, bis ich immer in die Fire Emblem Teile, beziehungsweise, also bis ich in die Fire Emblem Teile reinkomme, beziehungsweise bis ich mit meiner Armee so zufrieden bin, dass ich damit gut umgehen kann. Habe ich immer so das Gefühl. Also das dauert bei mir immer so ein bisschen. Deswegen ist bei mir der Start meistens holpriger. Aber gegen Ende wird es dann eigentlich immer ganz gut. Ich habe ja auch Awakening auf schwer gespielt. Und ja, ist jetzt keine Riesenleistung und so, aber für mich war das halt schon ziemlich cool. Und am Anfang habe ich echt Probleme gehabt. Ah, da oben ist noch ein Gegner, fällt mir gerade auf. Also anfangs habe ich mich echt schwer getan mit dem Schwierigkeitsgrad. Habe ich auch öfters mal neu gestartet, weil mir jemand abgekratzt ist. Und ouch. Gegen Ende gar nicht mehr. Und ich habe mich jetzt nicht mega überlevelt. Aber Awakening war vielleicht sowieso vom Balancing und Schwierigkeitsgrad her nicht perfekt. Aber da war es halt so, Banor, entweder sind die Missionen in letzter Zeit wirklich einfacher oder ist es hier eben auch so, dass es mittlerweile einfach ein bisschen angenehmer geworden ist.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dann Hoshido wird. Vor allem auf schwer dann. Ich meine, Hoshido selbst ist ja eigentlich leichter. Aber ich glaube einfach, komm, versuchen wir es mit Ophelia zu beenden. Das auf schwer bedeutet halt auch schon mal, dass die Gegner öfter treffen. Vielleicht auch mal critten. Hier critten sie ja nie. Dass mehr Verstärkung vielleicht spawnt. Also das könnte dann schon interessant werden, wie das so wird. Und wenn das gut klappt, kann ich ja vielleicht auch Revelation auf schwer spielen. Aber ich verspreche nichts. Auf jeden Fall haben wir die Mission gut geschafft. Ophelia. Ophelia. Ich muss nun meine Beichte ablegen. Mein sogenanntes Lexikon. Buch der höchst fatalen heiligen Namen ist... Es ist nur ein Notizbuch. Ich schreibe darin Ideen für imposante Waffennamen nieder. Nicht mehr, nicht weniger. Hä? Huh? Also ist die Schrift aller Schriften... Yes. Genau, sie existiert gar nicht. Au, oh, wirklich? Verzeih, dass ich enttäusche, aber vielleicht lindert ja das deinen Schmerz. Nun, es ist ein Zauberbuch. Ich kaufte es hier in einem Laden, den ich zwischen zwei Attacken aufsuchte. Meinen Waffen verleihe ich stets Namen, doch dieses Buch hier trägt noch keinen. Wie wäre es, wenn du ihn einem verleihst? Du überlässt es mir, das Buch zu benennen, Vater? Wie soll ich es nennen? Ah, ich glaube, mir ist ein würdiger Name eingefallen. Ha, es ging ganz schön schnell. Nun, wie soll sie heißen? Höre und staune. Der Name dieser Schrift lautet... Müstelstein. Müstelstein? Warum wähltest du gerade diesen Namen? Ich erblickte ihn in den Ecken der letzten Seite des Notizbuchs. Es muss allerdings mehr als nur eine Idee für einen Namen sein, Vater. Ich fand Notizen, die besagen, dass es sich wohl um eine schäbige Waffe handelt. Doch warum? Entkleidet sie den Händen? Ist sie so stumpf wie ein Buttermesser? Es kümmert mich nicht. Ich mag einfach den Klang dieses Namens. Müstelstein. Welch delikates Gehör. Du hast selbst die unterschwelligsten Hinweise auf Legenden. Müstelstein war der einzige Name in diesem Buch, den ich je einer Waffe gab. Oh ja, ich erinnere mich an Müstelstein. Die Klinge, mit der meine Hand vermählt war. Die Klinge, vor der Feind vor Furcht erfüllt flohen. Wir waren eins, diese Klinge und ich. Vater, ist deine Hand nun leer? Einen wir unsere Hände, Vater und Tochter. Mögen unsere Feinde vor uns fliehen. Schließlich ist der Müstelstein nun mein. Zusammen sind wir zu dritt. Was? Wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese, dann... Ja, es ist mein Wunsch, mit dir zu reisen. Wir sind beide Auserwählte. Dann lass uns zusammen streiten. Wir sind die zwei Auserwählten. Möge unsere Exzellenz die anderen nicht zu sehr überwältigen. Stelle dich ihnen vor, Ophelia. Sofort, Vater. Stell dich nur vor. Stell dir nur vor. Der finstere Odin und Ophelia Dusk sind endlich vereint. Hey. Hey, habt ihr das mitbekommen? Der Finstere und die Düstere. Ob die uns so die Schau stehlen? No way. Niemals. Sie würden uns nie... Moment, was meinst du mit die Schau stehlen? Nun egal, das ist doch alles nur Spaß. Außerdem scheint Ophelia nett zu sein. So excited. Ich bin so aufgeregt, Tochter. Ich fasse es nicht, dass wir endlich vereint sind. Wir beide Seite an Seite in der ewig währenden Schlacht. Und dem Müstelstein in der Nebenrolle. Ich sehe sie vor mir. Tausende Feinde durch unsere Macht niedergestreckt. Aber lass mir auch ein paar. Wenigstens 100. Nein, 500. Zum Teufel mit den Chancen. Sollen die Feinde kommen? Ich werde sie vernichten. Und ich erst. Ich vernichte mehr. Werde dir zeigen, wie das geht, Vater. Oh Gott. Das könnte echt interessant werden. Vor allen Dingen Müstelstein wirklich. Also Leute, die Awakening gespielt haben, verstehen, warum ich das gerade so amüsant fand. Schön. Ah, gut. Hätten wir das auf jeden Fall auch geschafft. Und wir haben eine neue Waffe bekommen. Ich würde ja mal gucken, wie stark die ist, aber die Weltkarte ist gerade ein bisschen langsam mit dem Aktualisieren. Ah. Schön. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr meine Drahtlosverbindung angeschaltet gehabt, wenn ich das so sehe. So. Da. Ach, sie hat die Waffe auch gleich. Nur für Ophelia. Ach so, das ist quasi ihre spezielle Waffe. Ist kein Schwert. Schön. Ja gut, kann sie gerne behalten. Warum nicht? Alles klar. Dann habe ich auf jeden Fall noch Unterstützungsgespräche.
Die habe ich auch, also ich habe teilweise auch welche zwischen Selena und Svenja oder so freigeschaltet. Was einfach daran liegt, ich habe ja im letzten Part so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich manche Sachen auch mal offscreen mache, vor allen Dingen auch wenn ich Lust drauf habe. Und wenn ich dann manchmal vielleicht Belagerungskämpfe mache, dafür gibt es ja keine Erfahrungspunkte. Einfach nur so auf Spaß in den Schlössern meiner Freunde, dann kann es passieren, dass ich mal Unterstützungsgespräche dadurch freischalte. Passiert dann zwar nicht im Let's Play, aber ich glaube, ist jetzt auch nicht so dramatisch, hoffe ich. Haben wir ja im letzten Part auch ein bisschen drüber gesprochen. Veloria. Oh, sie hat Bären gefunden. Und dann kann ich noch mal mit Leo sprechen. Bitte, bitte, bitte. Yay! Wir kriegen unsere erste Herzreihe voll. I've memorized texts from all over the world, but all my studies never prepared me for this. You have taught me the greatest lesson of all. Ah, er ist immer noch süß. Gut. Dann würde ich mal ganz kurz gerne gucken. Gebäude. Neues bauen kann ich nicht, aber ich kann meine Statue aufwerten, wenn ich genug Drachenpunkte hätte. Das heißt, ich habe schon jede Menge Gegner besiegt. Gut, dann können wir dafür ja auf jeden Fall mal sparen. Unterstützungsgespräche. Ich fange mal oben an. Ja, Svenja und Selena, wie ich gesagt hatte. Hey Svenja, habt ihr schon meinen Yukata gefunden? Nein, leider noch nicht. Ganz ehrlich, nachdem wir so viel Zeit damit verbrachten, ihn zu suchen, habe ich angenommen, er ist für immer verloren und du hast nicht mehr danach gesucht. Ihr gebt zu schnell auf. Nun, ich habe überall im Schloss gesucht und auch einige Leute danach gefragt. Nun denkt, ihr habt euer Bestes getan. Ich glaube, das genügt wohl einigen. Ihr seufzt? Es ist ja, als ob ihr meinen Yukata nicht finden wollt. Selena, ich würde dir gerne bei der Suche danach helfen. Allein schon, um endlich meine Ruhe zu haben. Vielleicht kannst du mir noch etwas mehr über das Kleid erzählen. In Ordnung, es ist burgundfarben mit einem kleinen Kirschblütenmuster. Die gleiche Farbe hat meine Mutter sehr oft getragen. Aha, Cordelia lässt grüßen. Aber ihr hat das wahrscheinlich noch viel besser gestanden. Warum sagst du das? Nun, sie war perfekt und hatte den perfekten Geschmack. Ist schwer zu übertreffen. Nicht, dass ich ihnen etwas nachstünde. Sie war perfekt? Ist sie gestorben? Ja, wie auch immer, ich bin darüber hinweg. Außerdem sprechen wir hier über meinen Yukata. Ihr habt euch die Details gemerkt? Ja, Burgunderfarben mit Kirschblüten. Auch noch etwas. Welche Größe hat es? Welche Größe? Ja. Es ist ziemlich persönlich, denkt ihr nicht? Was wäre, wenn ich euch nach der Farbe eurer Unterwäsche fragte, hä? Na großartig, jetzt denkt ihr wahrscheinlich an meine Unterwäsche. Ihr seid überhaupt nicht neugierig, was? Selena, hör mir zu, ich habe nichts dergleichen gedacht. Ich möchte dir bei der Suche nach deinem Yukata helfen. Ich dachte, es wäre hilfreich, die Größe zu wissen. Prima, Durchschnittsgröße, weder groß noch klein. Durchschnittlich, verstanden? Durchschnittsgröße, verstanden. Seid ihr jetzt fertig mit dem Verhör? Beeilt euch, beginnt endlich mit der Suche. Ja, ich würde mich gerne sofort von dir verabschieden. Moment, was wollt ihr denn jetzt wieder damit? Ja, okay. Aber ich finde es immer schön, bei den Charakteren, die in Awakening ja eben auch vorkamen, immer so die Gespräche zu hören und da so kleine Anhaltspunkte zu bekommen. Kana und Ophelia haben auch ihren ersten Support. Kana, die Last der Truhe wird Unheil über deinen Rücken bringen. Es ist es mir wert. Ich muss meinen Schatz stets bei mir haben. Willst du mal sehen? Oh, welch ein Schatz! Ein jeder ein Geschenk von Mutter Erde, geboren aus ihrem steinigen Schoß. Auren, so rein und herrlich spektral. Ja, aber was meinst du genau? Die Steine haben Auren? Einem Glorienschein gleich. Jeder davon birgt erlesene Radiationsenergie. Ich sehe es nicht, sie leuchten nicht. Vielleicht, wenn ich die Augen zukneife? Wie dem auch sei, du magst also auch Edelsteine, Ophelia? Selbst Pandora in mir spricht auf sie an. Das mystische Ich, das ewig währende Ich. In deinen Augen ist dies ein Saphir.
und dieser hier ein Quarz. Doch für die Meinen ist dies ein Herzexemplar der Bläulichkeit schlechthin. Und Quarz? Quarz ist der Stein des funkelsprühenden Ruhms. Und in der Schatztruhe schlummern nur solch Edelsteine des Mysteriums. Ah, und ich dachte, das sei einfach nur, dass sie einfach nur schön aussehen. Eigentlich ist das meine Sammlung an potenziellen Drachensteinen. Alles, was einem Drachenstein ähnelt, kommt zack in die Truhe. Leider ist selten ein echter dabei. Doch eine Edelsteintruhe ist auch toll. Drachensteine mögen es nicht sein, doch tragen sie alle besondere Mächte in sich. Nur meiner eins kann sie spüren. Wirklich? Würdest du mich dann auf meiner nächsten Edelsteinsuche begleiten? Zeigst du mir, wo dir Mutter Finsternis solche Schätze schenkte? Natürlich, wenn du mir hilfst, die Edelsteine so zu sehen, wie du sie siehst. Möge die Finsternis Zeuge unseres Paktes sein. Ich hol dich ab, wenn ich mich wieder auf die Suche nach Edelsteinen begebe. Wink des Schicksals, Finsternis sei Dank, dass du mir den Weg zu Kana ebnetest. Sie redet ja eigentlich noch fast schlimmer als ihr Vater. Wenn ich das mal so sagen darf. So die... Ah ja, sie hat auch noch eins mit Selena. Okay. Das könnte jetzt interessant werden, so Odin und Selena, wenn ich so an Awakening denke. Selena, es liegt ein Zauber der Düsternis auf dir. Lass mich dich davon befreien. Weiche oder sei vernichtet, böser Zauber. Gebe Selena frei. Beende die Mata. Ich konnte den Zauber nicht bannen. Weitere Beschwörungen sind nötig. Es geht mir gut, Odin. Ich habe mich nur ein wenig einsam gefühlt. Einsam, sagst du? Ja. Oh, meine Freundin. Wie kommt es, dass dich solch trostloses Gefühl heimsucht? Ich darf das gar nicht laut sagen, aber... Ich vermisse unsere Heimat. Du weißt schon welche. Sie ist so weit weg. Naja, ich habe wohl einfach ein wenig Heimweh. Oh ja, die tödliche Krankheit des Heimwehs. Lass dich von ihr nicht überwältigen. Hast du auch manchmal Heimweh? Nein, dieser Dämon hat Odin noch nicht mit seinen irrsinnigen Krallen gepackt. Ach, ich wünschte, mir ginge es auch so. Ach, wenn ich nur irgendetwas tun könnte, damit es mir besser geht. Dann bleibt mir keine Wahl. Hä? Was hast du gesagt? Oh, nichts. Bis später. Er ist wirklich merkwürdig. So wie immer. Die Heimat. Also ich finde diese kleinen Anspielungen echt ganz schön, muss ich sagen. Dann Leo und Xander. Leo, hast du einen Augenblick Zeit? Es geht um den letzten Kriegsrat. Den Kriegsrat? Was ist damit? Du hobst deine Hand, um zu sprechen, doch dann überlegtest du es dir anders. Das war... Zögere nicht, deiner Unzufriedenheit mit meinen Vorschlägen Stimme zu verleihen. Du bist ein Prinz Nors, Leo. Das ist deine königliche Pflicht. Wahrscheinlich. Es wäre dennoch sinnlos gewesen. Wie das? Du bist der Kronprinz, Xander. Du allein entscheidest, was wir tun. Und wenn der weise Xander das Heft in der Hand hält, wirken meine Ideen wie die eines Kindes. Weshalb sollte ich dann meine Meinung kundtun? Weshalb solltest du schweigen? Wenn ich an deiner Stelle wäre... Genau das ist es, Xander. Ich bin nicht wie du. Verzeih mir, Bruder. Verzeih mir meinen Gefühlsausbruch. Bitte sprich nicht mehr davon. Es ist nur meine Schuld, wie immer. Nächstes Mal wirst du stolz auf mich sein. Leo. Es ist dieses... Warum haben alle nur Geschwister Probleme miteinander? Also die lieben sich alle, aber... Leo hatte das Problem, dass Svenja so viel Aufmerksamkeit bekommt und wird von Camilla wie ein kleines Kind behandelt und steht im Schatten von Xander und die haben alle irgendwelche Problemchen miteinander. Es ist echt krass zu beobachten, ob das Camilla und Xander auch so geht. Hier hast du dich also versteckt, Camilla. Ah, hallo Xander. Ich suchte nach dir. Der Kriegsrat tritt in Kürze zusammen. Ach du meine Güte, ich habe wohl die Zeit vergessen, als ich mit Svenja redete. Du sprachst mit Svenja? Worüber denn? Es richtet bestimmt keinen Schaden an, wenn du es weißt. Svenja hatte sich nur wegen ein paar Dingen Sorgen gemacht, das ist alles. Ich hoffe, es handelt sich nicht um etwas Ernstes. Keine Angst, zusammen konnten wir die Probleme aus der Welt schaffen. Aber das war nur die jüngste Krise. Vor Svenja war es Leo und davor war es Elise. Einer nach dem anderen kam zu mir und bat mich bei seinen Problemen um Rat. Ich verstehe, aber ich höre zum ersten Mal von solchen Problemen. Wir spielen eben unterschiedliche Rollen. Ich bin die geliebte große Schwester, der man allen Kummer anvertrauen kann.
Und du bist der stoische Eckpfeiler unserer Familie, der sich nur um den Krieg kümmert. Es ist doch albern. Es ist nicht wahr, dass mich vor allem der Krieg interessiert. Oh, dann klär mich auf. Vielleicht ein andermal. Jetzt müssen wir erst einmal dringend zum Kriegsrat. Aha, du hast also nicht nur den Krieg im Kopf. Sehr überzeugend. Und wieder irgendwelche Problemchen. Xander ist so ein bisschen eifersüchtig, glaube ich, dass nie jemand zu ihm kommt und Camilla hat das Gefühl, dass er nur Krieg im Kopf hat. Also wie gesagt, ich glaube, die lieben sich alle. Aber jeder hat so ein bisschen, glaube ich, auch Problemchen mit jedem. So, Elise und Sophie, der B-Support. Warum bin ich nur so ein Trampel? Was ist denn los, Sophie? Du siehst ja total geknickt aus. Hallo Mama, glaubst du, dass ich für immer ein Trampel sein werde? Heute früh ging ich auf den Markt und kaufte einige Äpfel für mich und Avel. Als ich zurückkam, wollte ich sehen, ob er einen mit seinem Maul fangen kann, aber ich ließ den Apfel beim Ausholen los und traf eine alte Dame, die hinter mir stand. Avel ist auch hingefallen, aber ich weiß nicht warum. Was? Ist das dein Ernst? Das ist einfach zu lustig. Mama, hör auf, mich auszulachen. Tut mir leid, Sophie, aber ich kann nicht anders. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um meine Zukunft. Schon gut, ich höre ja schon auf. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Ist doch kein Beinbruch, ein bisschen ungeschickt zu sein. Ich bin nicht ein bisschen ungeschickt. Mein Leben besteht nur aus Fehlern. Ach, jeder macht doch mal Fehler. Aber da musst du drüber stehen. Einfach lächeln, kurz Hoppla sagen und es das nächste Mal einfach besser machen. Aber... Außerdem ist es doch total niedlich, ungeschickt zu sein. Glaub mir, die meisten Leute finden sowas total süß. Jetzt denkst du dir aber Sachen aus, Mama. Erwischt! Aber trotzdem danke, dass du mich aufgemuntert hast. Tollpatschig zu sein ist nicht schlimm. Manche Leute finden das sogar süß. Ich glaube, Sophie sollte mal ein ernsthaftes Gespräch mit Kai führen über das Thema Tollpatschigkeit. Ich glaube, die beiden könnten viel voneinander lernen. Nein, das habe ich gerade nicht gesagt. Das habt ihr euch nur eingebildet. Auf jeden Fall hat Elise aber schon recht damit. Also ich finde, klar, Fehler macht niemand gerne, aber man sollte da auch keine Angst vor haben und daraus lernen und die Fehler einfach nicht wiederholen und gut ist. Also da hat sie auf jeden Fall recht. Gut, und dann noch Ophelia. Mit ihrem Bruder hat sie auch ein Gespräch. Ah, das ist ja interessant. Dann hat Leos Sohn bestimmt auch ein Gespräch mit Kana. Interessant. Na gut, fangen wir unten an. Ophelia und Shigure. Ich frage mich, wo Shigure hingegangen ist. Gewöhnlich würde ich nicht in den Bergen und Feldern suchen, aber ich konnte ihn im Lager nicht finden. Da ist er ja. Dann war er doch hier. Warum sitzt er auf dem Baumstumpf? Und wer sind all diese Leute? Was? Das sind keine Menschen. Das sind Waldtiere. Hasen, Eichhörnchen und sogar Wölfe. Was geht denn dort vor? Unglaublich, sie sitzen ganz ruhig beisammen. Ich glaube, das reicht für heute. Wie es euch allen gefallen? Sieht aus, als ob er ihnen Geschichten erzählt. Ach, wer ist da? Oh nein, kommt zurück. Mist, die Tiere sind alle weggelaufen. Tut mir leid, Shigure. Ich wollte sie nicht ängstigen. Das ist meine Schuld. Du hast sie erschreckt, Ophelia. Und mich auch. Aber sorge dich nicht. Wir sind eben etwas schreckhaft. Was machst du denn hier draußen? Ich hab dich gesucht. Wir sind Geschwister und doch kennen wir uns kaum. Das Schicksal bestimmte, dass wir in verschiedenen Ländern aufwuchsen. Oh, mein liebster Bruder, können wir den gnadenlosen Göttern die Zeit entwenden und uns nach Herzenslust unterhalten? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht die interessanteste Person hier. Du schließt vielleicht besser mit jemand anderem Freundschaft, der aufgeschlossener ist. Was? Das stimmt einfach nicht. Bitte, fühl dich nicht zur Freundschaft verpflichtet, nur weil wir verwandt sind. Ehrlich gesagt, bin ich nicht gerade in sehr geselliger Stimmung. Wenn du mich entschuldigst... Warte, geh nicht, Bruder. Wie unhöflich. Das stimmt. Na gut, Ophelia und Odin, das wird wahrscheinlich jetzt wieder unendlich schön, das vorzulesen. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Hua! Meine allmächtige Geheimwaffe, zum Angriff! Mistelstein, der Läuterung! Schwumm! Krach! Kawumm! Pah, welch elender Anblick. Doch du verdienst eine gerechte Strafe. Ein Angriff deines infamen Geistes. Doch gräme dich nicht.
In deinem Verlies aus Eis wirst du deinen törichten Machtdunst ewig reuen können. Denn ich bin die scharlachrote Ophelia und ich bringe diesen Kampf zu Ende. Passt farblich, aber irgendwie nicht so ganz. Ophelia? Vater, was tust du denn hier? Das sollte ich viel eher dich fragen. Erkläre dich sofort. Erklären? Allerdings. So versteh mich doch, Vater, ich habe geübt. Ich rang mit einem dunklen Herrscher, der die Welt an sich zu reißen trachtete. Und im letzten Augenblick setzte ich seine eigene Macht gegen ihn ein und obsiegte. Oh. Wieso blickst du so seltsam drein, Vater? Bin ich zu kindisch? Nein, Ophelia, es ist nur... Nur was? Ach, das ist nun einerlei. Vater! Soll sein Schweigen mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Welch eitles Gebaren. Ach, die Auserwählten sind ein strenger Schlag. Das würde ich ja auch mal gerne weiterführen, das Gespräch. Ich könnte mir vorstellen, dass Odin auch gerne mitspielen würde. Gut, und dann noch mit Azura. Mutter, ich suchte dich. Die Lage ist fatal. Was ist denn los, Schätzchen? Das Monster der Gier wütet in mir. Es verlangt nach Opfern. Hast du etwa Hunger? Habe ich recht? Und wie du recht hast, du verstehst mich immer so gut, Mutter. Aber natürlich, Ophelia. Immerhin bin ich eine Auserwählte. Du bist eine Auserwählte? Vermuten tat ich dies immer doch. Nun wütet die Eifersucht in mir, Mutter, denn auch ich will eine Auserwählte sein. Stehen die Sterne in Reihe am Himmel, bin ich auserwählt und wir kämpfen zusammen. Darauf freue ich mich schon, mein Kind. Doch erst muss das Biest des Gier, die nach Opfern schreit, gestillt werden. Schon gut, schon gut. Lass uns etwas zusammen essen. Ich kann dir helfen. Was soll ich tun? Gibst du bitte die Schüsseln dort? Sofort. Bereits weiß ich, dass das Mahl, welches wir in diesen Schüsseln... Ah! Mutter, welch Unglück. Die Splitter der zerstörten Schüsseln bedeuten Schlimmes. Ophelia, man entschuldigt sich, wenn man etwas kaputt macht. Oh, na gut. Verzeih bitte. Oh Gottchen. Ah, schön, schön. Genau, du hattest noch das Unheilstor. Dreht Waffenvorteil um und verdoppelt vorteilhafte Effekte. Ich glaube, das lasse ich ihm einfach mal. Ja, es ist eine orchidische Waffe, aber das ist ja egal. Ich würde die gerne trotzdem mal ausprobieren bei Odin. Ansonsten dürfte alles eigentlich passen. Gut, dann hatten wir jetzt noch jede Menge Unterstützungsgespräche, aber das ist auch immer ganz schön. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.